Mike Payton war Sergeant der Violent Crime Unit Kampftruppe. Und Charlie Benz war in Los Angeles Polizeioffizier. Und wieso sind Sie nicht mehr beim LAPD? Er hat mit der Frau seines Kommandanten geschlafen. Ich hatte ein Problem. Als ein FBI-Agent arbeitete mein Mann mit Interpol. Ich glaube, dass er diesen Mann erkannte. Er heißt der Geist. Können Sie ihn finden? Der Geist? Der kaltblütige Menschen- und Drogenhändler, den niemand jemals sieht? Deshalb nennt man ihn den Geist, oder? Ich gebe Ihnen 50.000 US-Dollar, wenn Sie ihn finden. Wir können ihn suchen. Wie willst du das machen? Wir werden es auf meine Art machen. Ich will keinen Ärger hier, Charlie. Wann habe ich dir jemals Ärger gemacht? Immer wenn du einen Fall persönlich nimmst, kommt jemand zu Schaden. Nicht immer. Meistens aber. Manchmal. Fast immer. Ich habe mein ganzes Team verloren durch diesen Hurensohn. Dafür zahlt er. Nick, vergiss nicht, dass du immer noch Freunde hast. Lasst uns loslegen. Wenn wir an ihn ran wollen, müssen wir das alleine machen. Lasst uns gehen. Wie damals, als du ein Kopf warst? Irgendwie schlimmer.